Was geht, Simon? Ich kann laufen. Locker easy? Locker easy. Ja, und wo gehen wir jetzt hin? Mit meinen Füßen, sonst hängen die Schwebe oder so. Ja, und wo laufen wir jetzt hin? Durch den Garten. Und wieder zurück. Hallo Freunde, mein Name ist Simon Arnold und herzlich willkommen bei der ersten Folge von meinem Podcast Simon Says. Erstmal, ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und ich glaube, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, wenn du positiven Vibe brauchst, positiven Mindset und Motivation fürs Leben. Wie ich dir den geben kann, ist ganz klar, ich habe eine Geschichte zu erzählen, wo ich glaube, dass ich damit erstmal die Sicht aufs Leben verändern kann und dein Mindset überhaupt ändern kann. Und ich glaube, dass ich meine Positivität ein bisschen auf dich übertragen kann. Ich habe lange überlegt, einen Podcast zu machen. Warum ich den jetzt im Endeffekt mache, ist ganz klar, ich war vor 2 Monaten bei Stern TV zu Gast und habe dort meine Lebensgeschichte in Kurzform erzählt, also wurde die erzählt, und danach wurden mir viele Fragen gestellt. Viele Leute haben mir geschrieben, ich bin Motivation, ich motiviere die. Ich habe positives Feedback bekommen und meine Freunde haben schon immer gesagt, ich soll sowas machen in der Art, ich bin positiver Mensch, ich bin selbstbewusst und ich versuche euch mit dem Podcast davon was mitzugeben. Und in der ersten Folge heute möchte ich meine Geschichte erzählen. Wie schon erwähnt, ich habe die bei Stern TV wurde die erzählt, aber wie man so schön sagt, das war eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, ist es im Hintergrund noch viel, viel mehr passiert, als dort gesagt wurde. Deswegen jeder, der sich angeguckt hat, erstmal ein Dankeschön. Und hier erfahrt ihr wirklich dann die exklusiven Sachen. Und in der zweiten Folge werde ich auf eure Fragen explizit eingehen und versuchen, jede ausführlich zu beantworten. Da ich werde nach dieser Folge in meiner Story eine Fragerunde öffnen. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mir dort Fragen stellt. Genau, die Folgen daraufhin, die verlaufen ganz anders. Da sitze ich dann nicht mehr alleine hier. Dann lade ich jemanden zum Podcast ein. Und mit dem Ausschlusskriterium, dass er für mich Motivation ist oder sein Weg zum Ziel, also dass er sich ein Ziel gesetzt hat, das er erreicht hat und der Weg deine Motivation ist. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir fangen jetzt einfach mit meiner Geschichte an. Ich erzähle nochmal von null alles. Also es fing an alles am 6. März 2014. Es war ein ganz normaler Schultag. Wir hatten Sport, wir hatten das Thema Seilspringen. Und ich bin dann einfach Seil gesprungen und irgendwann hatte ich Kopfschmerzen bekommen. Aber ich habe das nicht mal meinem Lehrer mitgeteilt. Ich habe einfach gesagt, Kopfschmerzen, das geht schon wieder. Ich habe das meinen Freunden gesagt, die meinten, ruf deine Eltern an oder ruf deine Mutter an, lass dich abholen. Ich so, nein, nein, das geht wieder. Ich denke mal, das geht. Dann bin ich ganz normal weiter in den Tag. Wir hatten Deutschunterricht, ganz normal. Danach Pause, danach noch eine Deutschstunde, das war eine Doppel, also eine vor der Pause, eine nach der Pause. Und in der zweiten Stunde im Deutschunterricht habe ich dann gesagt, ich muss dringend an die frische Luft, weil ich so Schmerzen hatte. Da bin ich mit einem Mitschüler rausgegangen, Gott sei Dank ist ein Mitschüler mit mir rausgegangen. Und ich bin zusammengeklappt auf dem Schulhof. Dann kam direkt der Notarzt, hat meinen Freund dann gerufen, deswegen gut, dass er mitgegangen ist. Und die haben gedacht, ich hätte einen Schwächeanfall. Aber ich war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre. Natürlich, keiner erwartet, dass jemand mit 13 Jahren einen Schlaganfall hat. Ist ja auch super selten. Aber dadurch, dass sie dachten, ich hätte einen Schwächeanfall, haben die erst sehr spät gesehen, dass ich eine Einblutung auf der rechten Seite habe. Und dadurch wurde ich erst sehr spät operiert. Und mein Arzt hat zu meiner Mutter auch gesagt, hätten wir ihn 5 Minuten später operiert, wäre er gestorben. Also damit will ich euch einfach sagen, wie wichtig 5 Minuten sind. Also genießt wirklich jede Minute eures Lebens. Deswegen verschwendet gar nicht eine Minute mit negativer Energie, weil
es könnte eure letzte sein. Deswegen genießt wirklich jede Minute. Das will ich euch eigentlich nur auch damit auf den Weg geben. Und ja, weiter im Text. Dann lag ich 2 Wochen im künstlichen Koma. Dort war auch nicht klar, ob ich überhaupt überlebe. Und im künstlichen Koma war meine Familie, meine Freunde jeden Tag bei mir im Krankenhaus, 24/7. Das heißt, meine Familie hat da eigentlich immer, einer aus meiner Familie hat übernachtet, meine Freunde haben da manchmal übernachtet. Und dadurch hatte ich im Koma das Gefühl, dass ich zu Hause wäre. Und das ist unglaublich, das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben. Jetzt im Endeffekt kann ich das so sagen. Ich dachte immer, ich werde zu Hause, weil meine Familie immer da war, meine Freunde, meine engsten Freunde, meine Patentante, wirklich immer war jemand da. Und das hat mir auch so viel Kraft gegeben. Und das will ich euch nur sagen, so also, Familie, Freunde ist immer Halt im Leben, gerade in so schweren Situationen. Und wenn ihr vielleicht jemanden kennt, der im Koma ist, man kriegt mehr mit, also die Leute kriegen mehr mit, als ihr denkt. Weil zum Beispiel meine Mutter hat mir im Koma das Versprechen gegeben, wenn ich das überlebe, was unklar war, wie schon erwähnt, dann fliegen wir zu den Los Angeles Lakers. Das war mein größter Traum, weil ich war auch zu dem Zeitpunkt ja, relativ professionell am Basketballspielen und die Los Angeles Lakers ist ein Basketballteam in der NBA. Also das war immer mein größter Traum, dahin zu fliegen und das wusste meine Mutter. Und als ich aus dem Koma erwacht bin, ich konnte nicht reden, ich wurde auch künstlich beatmet, weil mein linker Lungenflügel gelähmt war. Meine linken Stimmbänder waren gelähmt, das heißt, ich konnte auch nicht reden. Ich konnte auch nicht essen natürlich, ich wurde über einen Schlauch ernährt, ich konnte nicht trinken, ich konnte nicht alleine auf Toilette, also ich konnte quasi nichts, ihr könnt euch das so vorstellen, ich konnte nichts, ist einfach so. Und das klingt ja, also das klingt hart, es war auch unglaublich hart so. Ne? Aber ich habe die Situation gar nicht so wahrgenommen, wie sie war, weil ich habe Medikamente bekommen, dass ich nicht mitbekomme, wie meine Situation ist. Und darüber bin ich jetzt im Endeffekt auch dankbar, weil sonst wäre ich direkt in ein Loch gefallen und hätte mir gedacht, boah, ist eh keine Hoffnung mehr. Aber erstmal weiter im Text. Nach 1,5 Monaten, weil ich war 1,5 Monate dann noch im Krankenhaus, als ich aufgewacht bin nach dem Koma. Und dann bin ich in die Reha-Klinik in Meerbusch gekommen. Und dort ist mir dann das erste Mal wirklich klar und bewusst geworden, ich kann ja gar nichts. Ich konnte nicht reden, ich konnte nicht gerade sitzen, weil mein Kreislauf nicht mitgemacht hat. Ich war froh, dass ich alleine atmen konnte. Das ist so, so müsst ihr euch das vorstellen, das ist krass. Und da habe ich wirklich mal mitbekommen, ich kann gar nichts. Und da muss ich auch wirklich ehrlich sagen, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum passiert das mir? Es gibt so viele Menschen auf diesem Planeten. Warum wurde ich ausgewählt, dass mir das passiert ist? Aber so etwa, also sowas fragt man sich in dem Moment. Aber so etwas hilft dir nicht weiter, weil du musst das Beste aus der Situation machen und dir sagen, so, ich will mein altes Leben zurück. Alles dafür tun. Aber das hast du in dem Moment. Dieses Denken hast du nicht. Du denkst ja, warum passiert das mir? Du bist in Selbstmitleid. Und dann, man ist immer in der Reha zusammen an einem Mittagstisch und dann saß ich da und ich gucke rechts, ich gucke links, da waren Leute, denen ging es doch viel schlechter als mir. Ich war da wirklich eigentlich unter den Top 10, weil es mir so gut ging, im Gegensatz zu den anderen. Und am Tisch, alle haben nur gelacht, das waren bis heute die lebensfrohsten Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ich bin auch froh, dass ich die kennenlernen durfte. Und dann habe ich mir gedacht, dann hat es bei mir Klick gemacht, dann habe ich gedacht, womit habe ich eigentlich das Recht zu sagen, warum geht es mir so schlecht? Der rechts und links, denen geht es noch viel schlechter und die sind nur am Lachen. Ich habe gar nicht das Recht, schlecht drauf zu sein, weil die sind gut drauf, mir geht es besser und ich bin schlecht drauf. Womit habe ich das Recht? Und mit der Einstellung bin ich eigentlich jeden Tag positiv in den Tag gestartet und ich habe mir direkt Ziele gesetzt. Ziele, das kann ich euch auch nur jetzt schon sagen, Ziele setzen ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Ich habe mir erstmal gesetzt, ich will einen normalen Alltag wieder führen, mich alleine anziehen, natürlich alleine laufen, wieder sprechen, zurück in die Schule und mein Abitur. Das war so das größte Ziel. Und damals das wichtigste Ziel,
wieder mit meinen Freunden auf dem Basketballplatz stehen und in der Saison wieder auf dem Platz stehen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich bin jetzt für 3 Monate, weil man kriegt dann von der Krankenkasse 3 Monate erstmal bezahlt. Und da habe ich gesagt, ich bin jetzt 3 Monate hier. Und jetzt bin ich schon 3 Monate hier. Ich nutze diese 3 Monate, gebe Vollgas und bin dann zurück in der Schule. Dann war ich wirklich 3 Monate da, habe wirklich also erstmal die ersten Wochen, ich habe Vollgas gegeben, habe immer 150% gegeben und das Schöne ist, meine Freunde sind vorbeigekommen. Ich hatte dann Physiotherapie, Ergotherapie für den linken Arm, für die Leute, die das nicht wissen. Sprachtherapie auch viel, weil ich ja nicht sprechen konnte. Und meine linke Gesichtshälfte ist nicht mitgezogen beim Lachen oder beim Grunzen oder bei was auch immer das ist. Und das hat mich persönlich sehr gestört, weil das unsymmetrisch war. Und ich fand das für mich selber nicht gut. Und das Coole war, meine Freunde sind oft direkt nach der Schule immer gekommen und sind dann zur Physiotherapie da mitgegangen und haben dann mit mir die Übung gemacht. Und dadurch war ich halt nochmal motivierter, und wollte nochmal mehr Gas geben. Und ich muss sagen, meine Freunde waren ja in der Schule und ich war ja nicht in der Schule. Die haben mir dann immer von den tollen Erlebnissen in der Schule erzählt. Und ich war immer sehr neidisch, weil ich wollte eigentlich nur mein Leben zurückhaben. Ich wollte das Leben eines 13-Jährigen einfach normal führen, wie jeder 13-Jährige das Leben hat. Und da habe ich mir auch gedacht, ich muss mir mein Leben zurückholen. Ich war hungrig auf Fortschritte. Und nach 1,5 Monaten durfte ich zum ersten Mal zu Hause schlafen. Das war für mich auch so ein Highlight. Ich bin nach Hause gekommen, all meine Freunde sind zu mir nach Hause gekommen. Es war super toll. Und eines Abends lag ich auf der Couch. Und ich habe dann zu meinem Bruder gesagt, so, ich muss auf Toilette und ich kann ja nicht allein gehen, ich war ja noch im Rollstuhl. Und der hat zu mir gesagt, ey, ich habe jetzt keine Zeit, der war am Telefonieren oder irgendwas. Und ich so, ich muss aber dringend und ich dachte, ich habe jetzt 1,5 Monate durchgezogen. Und dann habe ich wirklich so mich aufgesetzt, was schon ein großer Fortschritt ist, dass ich mich alleine aufsetzen kann. Das war für mich unglaublich. Und habe mich versucht hinzustellen, natürlich mit Festhalten. Und dann habe ich einen Schritt nach dem anderen gesetzt und es hat funktioniert. Sehr, sehr wackelig und auch gefährlich. Also mein Bruder ist dann auch dazugekommen. Aber es war für mich erstmal Gänsehaut-Moment. Ich habe gerade Gänsehaut, falls Sie mir also. Und für mich war das einfach unglaublich, weil ich habe gesehen, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat. Dieser Fortschritt, ich bin super, super unsicher auf den Beinen gewesen, aber ich habe gesehen, da diese Arbeit zahlt sich aus. Ich kann jetzt schon ein bisschen laufen. Und dann bin ich nach dem Wochenende natürlich wieder in die Reha zurück und hatte da neue Motivation getankt, um da nochmal mehr durchzuziehen. Ja, und nach 3 Monaten habe ich direkt nochmal um 3 Monate verlängert, weil ich hungrig auf mehr war. Und ich dachte, ich kann immer mehr, da kommt auch noch mehr. Und ich wollte, wie gesagt, eigentlich ich bin Perfektionist und wollte da wirklich meinen Alltag, da ich das richtig gut hinbekomme. Ich wollte alleine duschen, das ist für euch alle selbstverständlich. Das war für mich damals nicht selbstverständlich. Und ich wollte halt mit meinem linken Arm, den kann ich bis heute noch nicht sehr gut bewegen. Ich kann den gut, also ganz okay bewegen, aber das ist bis heute noch nicht so top. Und ich war da hungrig auf mehr. Und nach 9 Monaten bin ich dann halbtags in die Schule gegangen. Erster Schultag, da habe ich ja ein Zwischenziel. Ich habe ja gesagt, ein Ziel war, wieder zurück in die Schule, einen normalen Alltag ins Leben zu bekommen. Natürlich hatte ich keinen normalen Alltag, weil ich war halbtags in der Reha, halbtags in der Schule. Aber es war schon mal toll, dass ich in die Schule gehen konnte. Und dann erster Schultag, unglaublich. Ich war auf einem Gymnasium, das war auch das Gymnasium, wo ich den Schlaganfall hatte. Und dort bin ich dann in die Schule gekommen, all meine Freunde waren da. Ich hatte einen Schulbegleiter, der meinen Rucksack getragen hat und mir die Sachen immer rausgeholt hat. Und ich bin natürlich mit dem Aufzug gefahren, weil Treppenlaufen noch nicht ging. Aber es war erstmal unglaublich, in der Schule zu sein. Es war wieder sowas vom alten Leben zurückbekommen. Und es war einer der schönsten Tage meines Lebens am Anfang. Also dann bin ich da hingegangen und dann haben die mir schon so angedeutet, ich habe nichts mehr auf dem Gymnasium zu tun, meine Leistungen wären wohl nicht mehr gut genug und sie wären nicht ausgelegt für einen gehandicapten jungen Mann, weil ich ja unsicher auf den Beinen bin. Und in dem Moment, ich war so sauer
Und ich habe geweint wie ein kleiner Junge. Ich war da 14 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, was ja auch verständlich ist. Und da muss ich sagen, bin ich in ein Loch gefallen. Die konnten mich natürlich nicht einfach von der Schule schmeißen. Ich bin dann auch 1,5 Jahre noch da zur Schule gegangen. Und in den 1,5 Jahren habe ich noch Rückschritte gemacht. Und das erzähle ich euch, damit ihr wisst, wie man mit Rückschritten umgeht. Also wie ich das gemacht habe. Weil ich hatte dann ein Eiter, ist mir aus der Stirn gekommen. Und ich dachte, das wäre ein Pickel. Ist ja in der Pubertät ganz normal. Und dann bin ich aber zum Arzt gegangen und der meinte, nee, da kommt Eiter auf meine Kopfplatte. Und dann haben die mir von heute auf morgen die Kopfplatte rausgenommen, weil die Angst hatten, dass das Eiter bis zum Gehirn durchdringt. Und dann war ich wieder natürlich wochenlang im Krankenhaus, hatte keine Kopfplatte mehr drin. Und bis die neue gemacht wird, das wird mit einem 3D-Drucker gemacht, das dauert 3 Monate, haben die mir gesagt. Und erstmal, dadurch, dass ich so lange wieder im Krankenhaus lag, haben sich wieder Muskeln abgebaut. Ich war nicht mehr so mobil wie vorher. Aber ich habe mir immer gedacht, ich will einfach, ich mache das Beste aus der Situation. Meine Freunde sind eh hier. Ich will mein altes Leben zurück. Ich habe das immer versucht, positiv zu sehen. Und ich habe es auch positiv gesehen. Und jetzt im Nachhinein kann ich das auch nur positiv sehen, weil diese ganzen Sachen haben mich zu dem gemacht, wer ich heute bin. Und auch so selbstbewusst gemacht. Selbstbewusst, warum? Ich musste dann 3 Monate mit Helm rumlaufen, weil ich hatte ja keine Kopfplatte mehr drin. Und mit Helm rumlaufen in der 8. Klasse, also das ist eine Herausforderung. Ich wollte nicht mit Helm. Ich habe gesagt, mit Helm, da sehe ich doch aus wie so ein Idiot. Habe ich gedacht damals. Heute denke ich ganz anders darüber, weil ich bin immer nur in die Schule so gegangen. Ich habe mich ein bisschen geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe immer gesagt, ich habe einfach dieses Ziel vor Augen, Abitur. Und deswegen bin ich jeden Tag aufgestanden zur Schule gegangen. Und irgendwann habe ich das auch mit Humor genommen. Meine Freunde meinten dann immer, guck mal, da kommt der Reiter wieder, so aus Spaß mäßig. Ich habe mich dann natürlich auch mit darüber kaputt gelacht. Und ja, und dann kurz darauf hat meine Mutter mir den Traum erfüllt und wir sind mit meiner Patentante und meinem besten Freund nach Los Angeles geflogen und sind zu den Lakers gegangen. Und die hat ihr Versprechen sozusagen gehalten, weil ich wirklich hart an mir gearbeitet habe. Und da kann ich euch nur sagen, belohnt euch, wenn ihr Ziele setzt und ihr macht wirklich Zwischenergebnisse, die gut sind, belohnt euch selber dafür. Sagt so, jetzt nehme ich mir... Ich habe jetzt 3 Tage durchgelernt für die Klausur XY. Jetzt nehme ich mir mal einen Tag Pause, gehe ins Kino mit einem Freund oder so. Beispiel. Könnt ihr auf euch selber beziehen. Und ja, dann war ich in Los Angeles, habe da eigentlich 10 Tage waren wir dann in den USA insgesamt. Und als ich zurückkam, ich war vollgetankt. Ich war voller Energie wieder und habe wieder versucht, 100% gegeben. Zu geben. Ich war dann nicht mehr zu dem Zeitpunkt in der Reha, hatte aber 2-mal die Woche Physiotherapie und 2-mal die Woche Ergotherapie. Also für den Arm und Physiotherapie sagt, glaube ich, jeden von euch was. Einfach für die Mobilität und für alles. Und ja, dann nach 1,5 Jahren war ich dann noch auf dem Gymnasium, aber dann haben die mir wirklich klar gemacht, meine Leistungen sind nicht mehr gut genug. Sie könnten mit einem gehandicapten Schüler nicht umgehen, weil ich kriege da einen Nachteilsausgleich, nennt sich das. Länger Zeit in Klausuren. Der Lehrer achtet im Unterricht ein bisschen mehr auf mich, ob ich auch alles mitschreiben kann und so, weil ich halt ein bisschen langsamer unterwegs bin. Und die kamen damit überhaupt nicht klar mit der Situation. Ich war super wütend, ich war so negativ, ich war so voller Hass, kann man sagen. Und es war mitten im Schuljahr, haben die mich eigentlich weggeekelt, kann man wirklich so sagen. Und ich bin dann von der Schule runter. Ich war auch so sauer, ich wollte nicht mehr zur Schule. Mir hat Schule keinen Spaß mehr gemacht. Und wenn man so lange nicht in der Schule war, macht eigentlich Schule Spaß. Also ich hatte richtig Bock auf die Schule. Aber die Lehrer haben mir das Gefühl gegeben, ich bin nicht willkommen. Und deswegen habe ich meiner Mutter gesagt, ich will da nicht mehr hin, ich will jetzt wechseln. Und das war mitten im Schuljahr und es war leider mitten in der Flüchtlingskrise und dadurch waren alle Schulen voll. Ich will gar nicht sagen, es ist blöd, dass wir so viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Im Gegenteil, ich bin froh, dass wir so viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Es war nur für mich in dieser Situation schlecht, weil ich einfach
weil ich einfach keine Schule gefunden habe, die Platz für mich hat. Weil ich wollte auf eine Gesamtschule, die für Behinderten ausgerichtet war. Und dort habe ich auch mehrmals angefragt, aber es ging nicht. Dann habe ich mich entschieden, auf eine Waldorfschule zu gehen. Warum? Es ist eine Privatschule und ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Mir hat es eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Ich war da dann 2 Jahre drauf, habe meinen Realschulabschluss gemacht in der 11. Klasse. Auf staatlichen Schulen macht man den in der 10. und hatte da auch wunderbare Jahre, tolle Lehrer kennengelernt, tolle Freunde gewonnen. Und dann habe ich aber gesagt, ich will die Schule wechseln. Ich habe jetzt meinen Realschulabschluss mit Qualifikation. Das heißt, ich kann auf jede Schule gehen, wo ich eigentlich will. Und warum? Auf einer Waldorfschule macht man das Abitur in einem Jahr. Also auf anderen Schulen sammelt man die Punkte in 2 Jahren, auf der Waldorfschule nur in einem Jahr. Und das heißt höherer Druck. Und das wollte ich mir nicht antun. Und dann habe ich in den Sommerferien, also in den Sommerferien für das nächste Schuljahr, habe ich bei der Gesamtschule angefragt, wo ich schon mehrmals angefragt habe, wie schon erwähnt, die für Behinderte ganz gut ausgerichtet ist. Und da habe ich gesagt, bin ich da hingekommen ins Sekretariat in den Sommerferien und habe gefragt, ob sie noch Platz hätten. Und die Sekretärin meinte direkt, kein Platz an, für Anmeldungen bis viel zu spät. Und ich so, sind Sie dafür zuständig? Die so, nein. Ich so, wer ist dafür zuständig? Meint die, sagt sie mir nicht. Sie hätte keine Zeit für Fälle wie mich. Und dann habe ich gesagt, was bin ich denn für ein Fall? Meint sie, ja, du bist doch viel zu alt für die Schule. Man muss sagen, ich habe 2 Jahre durch den Schlaganfall wiederholt, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Aber weiter im Text. Ich stehe da ja drüber. Ich habe so viel erlebt. Ich habe gedacht, was ist das denn für eine Tante? Ist mir egal. Ich habe dann einen Freund von mir angerufen, der auf der Schule ist und meinte so, wer ist dafür zuständig? Weil die hat mich weggeschickt. Das ging gar nicht mehr. Ich so, wer ist dafür zuständig? Hat er mir gesagt, wer? Dann habe ich mich vor das Büro von ihr gesetzt. Die war leider an dem Tag nicht da. Und dann bin ich am nächsten Tag wiedergekommen. Und dann meinte die, ich kenne dich doch. Ich so, ja, ich will unbedingt auf die Schule. Und dann meinte die, eigentlich ist kein Platz mehr. Aber weil ich schon so oft angefragt habe und weil die sieht, wie hartnäckig ich bin, wie sehr ich das will, auf die Schule zu kommen, wird die das in die Wege leiten. Und ich habe da jetzt die letzten 3 Jahre verbracht und habe da jetzt dieses Jahr mein Abitur abgeschlossen mit 2,9. Ich bin super zufrieden. Und ja, was ich jetzt noch sagen wollte, ist einfach, also ich habe dieses Jahr mein Abi gemacht, aber ich habe mir damals immer gedacht, als ich in die Reha gekommen bin, ich habe mir immer gedacht, warum passiert mir das? Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt. Warum wurde ich ausgewählt? So, ich hatte andere, also ich wollte andere Sachen im Leben machen. Aber ich habe mir jetzt, also damals hat mich das sehr beschäftigt und ich habe mir selbst Mitleid gemacht. Und ich kann euch wirklich nur wirklich nur mitgeben, Freunde, Selbstmitleid und sowas sich zu fragen, bringt nichts. Weil jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich bin froh, dass es mir passiert ist. Weil ich weiß, ich habe eine starke Familie hinter mir, ich habe gute Freunde hinter mir und ich bin Kämpfer. Ich kann damit umgehen, ich kann mich selber reflektieren, ich bin ein positiv denkender Mensch. Und ja, und da dachte ich, deswegen kann ich nur sagen, ich bin froh, dass es mir passiert ist und nicht jemand anderen, weil wer weiß, wie jemand anders damit umgegangen ist, der nicht so ein Kämpfer wäre, nicht so eine starke Familie hinter sich hätte. Wer weiß, wo der gelandet ist. Und ich versuche euch wirklich nur meine Message mitzugeben. Und deswegen bin ich auch so jeden Tag so positiv denkend, weil ich wirklich dankbar bin. Natürlich habe ich einen schlechten Tag, aber ich denke mir dann immer, das ist ein Luxusproblem. Ich muss eigentlich froh sein, dass es mir gut geht, dass ich warmes Essen auf dem Tisch habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Und deswegen, das kann ich euch wirklich nur mitgeben, Freunde. Und deswegen seid wirklich eigentlich immer froh, dass es euch so gut geht. Natürlich hat man einen schlechten Tag und Probleme, aber denkt euch einfach, das sind Luxusprobleme. Ist einfach so. Und ja, was ich euch jetzt noch abschließend erzählen wollte, ist, ich habe jetzt dieses Jahr mein Abitur absolviert. Damit habe auch wieder mit Basketball angefangen, mache momentan viele Workouts, ziehe damit sehr, sehr durch
Und da kann ich euch auch nur mitgeben, dass ihr euch immer Ziele setzen müsst. Und zum Beispiel bei Abitur. Also ich konnte mir immer vorstellen, wie ich mein Abiturzeugnis abhole. Und ich glaube fest daran, wenn ihr euch ein Ziel setzt und euch das vorstellen könnt, wie das erfüllt wird und ihr hart daran arbeitet, werdet ihr alles im Leben erreichen. Das verspreche ich euch hiermit zu 100%. Und jetzt für die Zukunft habe ich mir auch neue Ziele gesetzt im Thema Sport, was Basketball angeht, bin ich viel am Machen. Fange jetzt mit einem Studium an, habe mir da schon Ziele gesetzt und Thema Führerschein ist jetzt das Aktuellste, weil ich habe ja nur den rechten Arm, den ich richtig bewegen kann, den linken ein bisschen, aber nicht für ein Auto, also nicht gut genug als zum Auto bedienen. Und da habe ich mir schon neue Ziele gesetzt. Deswegen setzt euch immer Ziele, glaubt an die Ziele und arbeitet dran. Und wenn ihr seht, so Zwischenziele erreicht und seht, ihr macht Fortschritte, dann habt ihr auch Bock weiterzumachen. Und genau, Freunde, das kann ich euch nur mitgeben. Ich würde mich freuen, wenn ihr Fragen für die nächste Folge mir schreibt in meine Insta-Story. Und vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die Zukunft. Das war's mit Simon Says erster Folge. Auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Einschalten.